Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Rooms. Das hier ist eine neue Folge von Was los? Yes, Freunde! Ich habe mich getroffen in Hamburg, einer meiner Lieblingsstädte, habe ich mich getroffen mit Ferris MC. Yeah. Ja, ihr wisst schon, wer das ist. Oder wisst ihr es nicht? Ja, ich weiß, ein paar von euch wissen vielleicht wirklich nicht mehr, wer er ist oder haben mal schon mal den Namen gehört. Die Sache ist einfach so, Ferris ist natürlich eine Legende. Teil der Hip-Hop-Szene immer gewesen, großer Teil, eine ganze Zeit lang war er der Rabauke der Szene sozusagen. Auf der anderen Seite, klar, ich weiß auch, dass er so lange jetzt weg war, die Szene sich dreimal gedreht hat, weißt du, wie so ein Kotelett in der Pfanne, dass schon gar keiner mehr weiß, woher die Streifen kommen. Die Sache ist der hier, Freunde. Ich habe mich mit ihm getroffen, wir haben ein Stündchen, sind wir in Hamburg durch die Gegend gefahren, ich habe mit ihm geredet, auch über sein Comeback und dass er sich eigentlich wieder wie ein Newcomer vorstellen muss. Und was mich gewundert hat, auf der einen Seite, natürlich, er feiert Erfolge als Teil von Deichkind. Die haben Gold, Platin, dies, das, ausverkaufte Tourneen, alles. Und da habe ich mit ihm gesprochen, Digga, warum tust du das an? Und da habe ich feststellen müssen, ihr werdet das gleich sehen, der Typ ist sich nicht zu fein, als wirklich Newcomer bei Null wieder anzufangen, was das Projekt Ferris MC angeht. Wir haben natürlich über seine Karriere gesprochen, über seinen Werdegang, über die alten Homies von damals. Wir haben natürlich auch über den erhöhten Drogenkonsum, für den er bekannt war, gesprochen. Auch einer der Gründe, warum ich ihn in der Jugend nie gut fand, weil ich immer einen Abstand gesucht habe zu Leuten, die hart Drogen nehmen und so weiter. Er hat mir erklärt, wie es aussieht, was er wirklich genommen hat und was nicht, was nur Gerüchteküche war. Und dann natürlich, dass er heutzutage vollkommen clean ist. Zudem hat er eine Menge zu erzählen, was vielleicht auch wichtig ist für den einen oder anderen, der, weiß ich nicht, der jetzt denkt, es ist cool, irgendwie überdimensional Drogen zu nehmen. Ich will jetzt nicht diesen Zeigefinger machen, aber es ist wirklich cool, wenn man jemanden, der super krass viel genommen hat und sich gesagt hat, scheiß drauf, mit 27 gehe ich drauf, Club 27 und so, du weißt, Kurt Cobain und so. Es war insgesamt wirklich eine coole Atmosphäre. Wir sind rumgefahren, Eistee, du weißt, diese Lipton-Eistee mit Kohlensäure reingezogen. Und es war nice, immer wieder gerne auf jeden Fall. Ich will euch aber jetzt, wie gesagt, nicht voll quatschen. Ich würde sagen, wir steigen ein, sozusagen in das Auto, machen einen Ride und wir sehen uns am Ende der Sendung wieder, wie immer. Ich liebe den Scheiß, das gibt's aber leider nicht mehr in großen Flaschen. Hab ich irgendwann dieses Sparkling abgeschafft. Ja. Ja, keine Ahnung. Glaubst du? Was? Rauchen? Nee. Gar nicht? Nee, gar nicht. Wenn du willst, rauch ruhig. Also. Das ist kein Problem. Ich mag zwar gar nicht, aber ich will jetzt dem alten Rockstar nicht sagen, was er tun soll. Alter Rockstar ist cool. Ja, mach du mal. Ja. Alter, Digga, was ist los? Ich nehme ihn mal raus, damit er nicht die ganze Zeit immer anspringt. Nee, mach mal ruhig. Weißt du, deine neue Platte? Ja, genau. Also du hast ja nur 7 Lieder, glaube ich, gehört, ne? Genau, bis Kill Kill so. Genau, aber es gibt ja im Endeffekt 15 und man kann auch mittlerweile. Was macht ihr jetzt? Sehe ich gar nichts hier. So. Man kann mittlerweile noch welche irgendwie runterladen für euch Medienleute. Ja. Das hätte nochmal das ganze. Die ganze Facettenreichheit dir nochmal da so dargeboten, das wäre vielleicht geiler gewesen, aber egal. Ich fand aber so schon facettenreich ohne Ende. Also ich habe mir deine 6 Tracks da in dieser Promo-Mappe, die wirklich beeindruckend war, habe ich dir ja vorhin gesagt, das habe ich schon lange nicht mehr bekommen. Ja. Ich glaube, das letzte Mal habe ich eine schöne Promo-Mappe, was das Mappe, wie nennst du das, so ein Auffalter, schön, glänzend, die Fotos, Riesentext und weißt du, halt, ist man halt nicht mehr gewöhnt. Ja. Und dann noch eine CD dabei. Das letzte Mal habe ich das wirklich schön bekommen von Prinz Pi. Alles klar, ja. Auch noch so eine schöne CD, die so aussah wie ein Vinyl, hat der da reingetan. Ja, so. Das war auch schön. Aber das ist schon super lange auch her, 4 Jahre oder was. Und krass, die anderen machen das nicht, oder? Nee, gar nichts. Sowas läuft gar nicht mehr. Das ist halt richtig Asbach gerade. Sorry, also kein Diss hier, aber nee, ich fand's ja auch schön, also dass man sich nur so eine Mühe gibt. Ja. Aber vielleicht lohnt sich die Kosten halt nicht mehr, denke ich mal, weil schicken uns ja auch nicht mal mehr Musik, die meisten Leute. Na gut, das Ding ist ja jetzt nicht nur für dich gewesen oder für irgendwelche Hip-Hop, Social Media ist ja auch für Radio-Leute gewesen, um sich damit vorzustellen und die glaube ich, haben schon noch gerne was Edles in der Hand und wenn ein Künstler vorbeikommt und mit denen auch noch redet, dann ist das, glaube ich, nicht schlecht, marketingtechnisch gesehen. Ja, vor allem, du funktionierst ja auch noch viel über Radio und Fernsehen. Ich denke mal, dass der Name noch groß genug ist, gerade mit dem Deichkind-Bonus, dass du dann auch eine Menge Radio-Interviews bekommen wirst als Rapper. Ist ja für einen Rapper nicht üblich.
Genau, damit, das ist falsch, egal. Damit spielen wir natürlich auch so, deswegen haben wir uns ja auch gefragt, so, sollen wir wirklich solche Sachen wie hiphop.de oder Backspin, ja, oder wie sie alle heißen, das, sollen wir das abfrühstücken, so, sollen wir das mitmachen? Und, frühstück mich ruhig ab, kein Problem. Weil wir natürlich eigentlich, ich weiß nicht, ob ich wirklich in diesem Genre oder in dieser Szene heutzutage eigentlich überhaupt stattfinde, ob das überhaupt interessant für die jungen Leute ist, die das sehen. Aber ich denke mal, es ist ja eh eine Schnittmenge. Das sind ja nicht nur 14-, 18-Jährige bei euch, die das sehen. Es gibt ja Leute wie mich. Ich bin ja auch schon 41 und ich gucke trotzdem deine Sendung, ja, oder so, und bin einfach Rap-Fan. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, komm, wir nehmen einfach alles mit, wer Bock hat, mit mir zusammenzuarbeiten. Ich wollte gerade sagen, außerdem könnte es ja immer noch sein, was heißt könnte, es wird ja auch so sein, dass du auch neue Leute ansprichst, die dich gar nicht kannten, die jetzt aber, so wie als ich jung war und die erste Tupac-Platte bekommen habe, habe ich den ja auch zurück dann verfolgt, habe ja auch die alten Platten geholt. Ja. Um jetzt nicht so, dich mit Tupac zu vergleichen, ja, aber weißt du, was ich meine? Nein, aber weiß, warum nicht? Ja. Und die Promo-Songs, die du geschickt hattest, also die ihr geschickt habt, da waren auch schon Teile, also ich kenne den Ferris von früher noch, von der Mucke her, ja, und da waren schon Teile, die waren neu, die waren anders als früher. Auf jeden Fall. Daher, mir hat natürlich immer der Teil gefallen, wo ich mich an die früheren Zeiten erinnert habe, so, wegen, okay, immer wenn du ein bisschen rumschreist, dann hört man die Stimme, das ist Ferris so, wenn du ein bisschen ruhiger rappst, das ist so wieder was anderes, aber ey, warum nicht, vielleicht finden neue Leute, finden dich ganz neu. Also irgendwo habe ich auch zum Toxic gesagt, auf dem Weg hierhin habe ich gesagt, eigentlich muss man den Ferris ja auch wieder so ein bisschen wie Newcomer vorstellen, den Zuschauern. Ey, das ist genau mein Reden. Weißt du? Ich sage immer jetzt so, ich habe ja jetzt heute so ein paar Sachen schon gemacht an Interviews und da habe ich einmal meinen Spruch so, ich fühle mich eigentlich, als ob das mein erstes Album ist und ich eher so ein Newcomer bin im gehobenen Alter. So, das war so meine Ansage im Endeffekt. So ist es auch, so sollte man das auch, das Album behandeln. Natürlich haben die alten Fans, denke ich mal, wie du schon sagst, wenn es ums Schreien geht oder um die Kettensäge in der Stimme. Ja, dieses Segen-Ding. Das habe ich natürlich noch übernommen, um einfach, ja, mehr Ausdruck zu verleihen dem einen oder anderen das Text. Das ist ja auch dein Vorteil. Also warum soll man das hier weglassen? So, genau, das ist ja auch dein großer. Trotzdem versucht, mehr Facetten eigentlich zu zeigen, einfach mehr mein Talent und Können zu spielen auf dem Album. Und zwar nicht nur textlich, was die Tiefe angeht, und zwar nicht Tiefe im Sinne von pseudo-intellektuell, sondern einfach klar, geradlinig, tiefe, einfache Texte auf Emotionsbasis. Bam. Ich hatte sowieso das Gefühl, dass die Promo-Songs, also die Anfangssongs, die ich gehört habe, was du gerade mit Deep meintest, ist schon sehr tief. Ne? Es ist schon sehr, wie sagt man, du hast sehr viel Interpretationsspielraum und so nach. Es ist, wie sagt man, mir fällt jetzt der Ausdruck nicht ein, aber es ist sehr kopflastig auf jeden Fall. Es ist sehr. Es geht da, also bei dem, ich glaube, beim vorletzten Track oder ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der hieß. Wenn du hast, ist sehr stark, also sehr, sehr stark. Mit dem, da kannst du fast bei jedem Satz kannst du nochmal zweimal drüber nachdenken. Und ja, das stimmt. Aber ich hatte das Gefühl, warum macht er so ein Album? Weil die letzten Jahre ging es dir doch gut. Weißt du, früher konnte ich dich verstehen, wenn du so in Anführungszeichen auf der Platte gesagt hast, ey, meine Jugend war scheiße, hör mal zu, ich habe Drogen genommen. Aber das war alles ja scheiße. Auf der Platte. Ja, hast du nicht, aber es ist schon sehr viel. Die Klänge. Ja, findest du? Es ist also zum Beispiel so fensterlose Zeit, ja, wo, ja, ich einfach im Endeffekt meine Vergangenheit abstreife und, ja, ein neues Leben beginne, mehr oder weniger. Das soll ja eigentlich auch allgemeingültig sein und als Motivation gelten für jemanden, der nicht ich ist, so, ja, ja, der mit meinem Leben nichts zu tun hat. Ich denke mal, dass ich habe einfach, ich denke, also dass ich versucht habe, auch Texte zu schreiben, womit sich andere auch in meinem Alter identifizieren können. So. Es war ja schon früher immer so, dass du, wenn du gekommen bist, mit dem Album hast du schon immer ganz anders gemacht als die anderen. Wenn, genau, wenn zum Beispiel Hamburg gesagt hat, hey, alles ist witzig. Ja, dann ich gesagt, fuck. Genau. Ja, genau. Und das war irgendwie crazy so. Und das hat die Szene auch gebraucht, deswegen haben die Leute dich ja auch damals immer geliebt. Dafür, für den. Aber du warst schon früher enfant terrible, so, ja, genau, der Szene. Du warst ja, wie sagt man, so was man heute den Rappern vorwirft,
ja. einigen Rappern, die dann nur mit Skandale sind. Ja. Du warst früher der Skandalrapper. Ich war Skandalrapper. Ja, oder? Ohne eigentlich wirklich viele Skandale irgendwie. Ja, weil so die promoartig zu ja, die paar Skandale, die du gemacht hast, haben wahrscheinlich gereicht für die kleine Hip-Hop-Szene, die wir früher waren. Ja, genau. Wir waren ja früher alle in der Minderheit so. Jetzt mittlerweile ist Hip-Hop ja eine das Massenware. Das größte Ding so. Ja, klar. Es wäre sowieso wäre schwer gewesen, oder es ist immer schwer, glaube ich, jetzt, wo so viel Angebot ist, da irgendwie mithalten zu können oder irgendwie herauszustechen. Ja. Und das war so meine Aufgabe, dass ich sage so, ey, egal wie, ich steche auf jeden Fall heraus. Egal, was ich machen werde, es wird mir gelingen, nicht zu klingen wie das, was alles schon auf dem Markt ist in Deutschland. Wenn ich sage, das ist was Neues auf dem Album, dann ist es was Neues auf dem Album. So. Dann ist das nicht so, wie Gangster-Rapper XYZ sagt so, ja, ich habe letztes Jahr ein Album gebracht, so dann noch ein Mixtape und jetzt komme ich mit was ganz Neuem und dann machst du es an und es klingt eigentlich genauso wie das Album, von dem er gesagt hat. Das auf jeden Fall. Wobei man ja sagen muss, immer dann, wenn ein Gangster-Rapper oder ein Rapper, der dreimal dasselbe gemacht hat, immer dann, wenn er wirklich versucht, was Neues zu machen, ja. dann gibt es Schelte, dann sagen die Fans, das hattest du ja auch das Problem damals. Als du einmal gesagt hast, ich mache jetzt was anderes oder mal versuche was anderes zu machen, dann haben die Leute auch gesagt, ich will lieber das hören wie früher. Gerade bei Bas Sultan Hengst, wenn du das verfolgst, das ist ja so ein Ding. Yeah. Er versucht was anderes zu machen als früher, er reißt Themen auf, stochert mit dem Finger in die Wunden des Hip-Hops sozusagen, wo wir unsere Probleme haben. Ja. Und plötzlich seine ganzen alten Fans beschimpfen ihn oder sagen, hau ab, du bist nicht bla. Marketingtechnisch ist es eigentlich ganz gar nicht so schlecht, wenn du 7-mal dasselbe Album machst im Prinzip. Klar, genau, da sind wir ja an dem Punkt. Und das machen ja die meistens. Und ich will da niemand zu nahe treten, wenn ich sage, die Kenneck-Szene. Ja? Aber die denkt halt so wirtschaftlich. So. Ich kenne das ja vom Pokern, von türkischen Cafés und was weiß ich. So. Da bin ich ja der einzige, bin ich der einzige Deutsche. So. Da geht es immer um Geld. Es geht immer um Geld. Es geht nie um irgendwas anderes. Es geht aber auch Hip-Hop. Das ist ja auch. Ja, aber nicht da, wo wir. So ja, einmal das und einmal nicht da, wo wir herkommen. So. Ja. Weißt du, wie die Anfänge gemacht haben. Wir haben nicht damals im Leben dran gedacht, so vor mir, damit können wir richtig Geld und Pader machen oder wie auch immer man dazu sagt. So, wir haben das aus Leidenschaft gemacht und als Ventil, um einfach von der Straße wegzukommen, um eine Beschäftigung zu haben. Und daraus hat sich das dann entwickelt. So. Und mittlerweile ist das so, dass ich das Gefühl habe, so, jeder Jugendliche, der irgendwie anfängt, so mit Rap zu machen, ist eigentlich nur motiviert weil er denkt, er könnte damit Geld machen. So. Und das hat dann für mich dann auch gar nichts mit Musik zu tun, in dem Sinne. So. Es ist irgendwie verschobene, also das ist dann auch die Zeit, die es dann mit sich gebracht hat. So. Und Ich habe jetzt natürlich leicht zu reden, mir geht's gut so, ich führe ein gut betuchtes Leben, aber es hat nicht so angefangen so. Ja, bei dir hat das ja so, weil du gerade gut betucht sagst, es war ja mega auf und ab, es hätte ja auch komplett anders laufen können. Ja, genau. Also wenn du jetzt, kann man sagen, wenn du jetzt nicht bei Deichkind sozusagen im Team reingekommen wärst, wäre es komplett anders, hätte jetzt auch sein können, dass du Rapper XY bist. Beispielsweise nehmen wir deinen Kollegen Afro. Bei ihm ist es ähnlich wie bei dir gelaufen. In der Anfangszeit hattet ihr großen Hype. Man hat viel über euch geredet. Ein paar gute Alben kamen dabei. Dann kam ein Album, was etwas, also nur kommerziell, sich nicht verkauft hat, schwach geworden ist. Okay. Und dann hat man von Afrop zum Beispiel lange Zeit nichts mehr gehört. Glücklicherweise habe ich letztens gelesen, er will wieder ein Comeback starten mit einem Sammy zusammen. ASD, ja. ASD, genau. Und das finde ich natürlich als jemand, der aus der Hip-Hop-Szene lange dabei ist, so finde ich geil, gefällt mir. Aber er hat dieses, ich sage jetzt in Anführungszeichen, vielleicht sieht er das anders, ne? Ja. Aber er hat dieses Glück nicht gehabt zu sagen, man hat nochmal ein Projekt gestartet oder du bist bei einem Projekt dazugekommen, was ganz gut schon, die Anfänge waren ganz gut und dann hat es durchgeknallt und dann boom, Wasser an Bord. Das ist, hätte auch ganz anders sein können, weißt du, ich meine so. Ja, aber das der ist hat so nichts, nicht, andere jetzt, Beispiel Afro, aber auch andere haben jetzt nicht die letzten Jahre die Hallen gefüllt, weißt du. Nö, ist richtig. Ist aber auch klar, ein bisschen Glück gehört immer dazu. Ja, natürlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nur Glück war. Nee, ich natürlich nicht. Drauf, es war ja auch eine harte Arbeit. Ja, so, ne? Es war jetzt nicht so, dass das Deichkind von heute auf morgen da waren, wo wir jetzt sind. Das hat sich dahin entwickelt. So. Und da, wo ich eingestiegen bin,
da fing das gerade erst an zu kribbeln mit Remy Demi, obwohl Remy Demi schon 2 Jahre alt war zu der Zeit. So. Aber es hat schon seine Zeit in Deutschland gebraucht, wie alles seine Zeit in Deutschland braucht, wenn es neu ist. Ne? Genau, und wir haben ganz kleine Läden bespielt, die voll gemacht und haben uns immer Schritt für Schritt. Und erst waren nur die Live-Verkäufe gut und die Verkaufszahlen überhaupt nicht so gut. Und dann irgendwann hat sich das ausgeglichen. So, ne? Und dann jetzt ist es außer Kontrolle. So. Das, Also muss ich echt sagen, und ich habe mir vorhin das neue Video angeguckt von euch da, also das letzte Video, was im Januar rausgekommen ist, das ist sehr so computermäßig und so gemacht. Also denken sie groß, ja. Ja, und denken sie groß, genau. Wo dieser Junge am Anfang so. Ey, und da hat ein Kumpel von mir, bei dem ich hier in Hamburg, Ottensen, immer bin, wenn ich in Hamburg bin, der ist auch so Grafiker-Freak und der sagte zu mir, Dicker, das ist richtig große Arbeit. Wenn, ja. Wenn ihr das nicht selbst gemacht hättet oder mit Kumpels gemacht hättet zusammen, hätte sich das keiner leisten können, wahrscheinlich so, weißt du, ich meine? Ja. Also weil einfach zu teuer ist dafür, dass man sagen könnte, hey, günstigeres Video hat auch gereicht, so für den. Ja, das ist. Also man sieht die Liebe zum Detail so, weißt du? Ja, Liebe das ist zum es halt Spiel so. So. Man hätte das günstiger haben können, weißt du, ich meine so. Klar, also wir haben auch ein gutes Team so, wo man halt auch Kosten sparen kann, weil die schon länger mit uns dabei sind. Und aber wie gesagt, wer nicht investiert, kann auch nichts erwarten. Ja. So, egal in welche Richtung, ob nun Geld oder Liebe oder Arbeit oder du musst investieren in irgendwas, sonst kommt dabei nichts rum. So, wenn du einfach nur sitzt und abwartest, passiert nichts. Deswegen fangen ja auch viele Rapper an, haben dann eine Newcomer-Zeit und dann hören sie wieder auf. Weil sie dachten, nach 3 Jahren fahre ich einen Benzer. Ja, total verschoben. Also da stecke ich auch nicht drin, wie die da ticken, die Jugendlichen heutzutage, was sie sich dabei denken, wie das alles abläuft. Da habe ich keine Ahnung von. Aber wie gesagt, auch wenn Deichkind jetzt nicht gewesen wäre, gehen wir mal von dem aus. So. Klar, du hättest wahrscheinlich weiter released. Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich ja begraben 2005. Ja. Und da habe ich den ersten Film oder den ersten größeren Film gedreht. So mehr so Underground natürlich. Aber trotzdem, ich hatte mir vorgenommen, eigentlich in der Schauspielerei mich ein bisschen breit zu machen. Und habe aber dann auch Elektro- und Techno-DJ-mäßig halt die ganze Zeit mich durch die Lande gezogen. Ja. Und du weißt selber, du bist selber DJ, ne? Ja. Du weißt selber, wie überbezahlt dieser Job ist. So. Unfassbar, ey. Es ist unglaublich, oder? Es ist einfach Wahnsinn. So, weißt du? Das heißt, ich hätte mich locker bis zu meinem Lebensende. Ja, ich weiß. Hätte aber, mich auch damit über Wasser gehalten. Und, oder hätte aber das sogar, zeichnet dich aus, dass du sagst, ja, ich will wieder was Neues erleben. Ich will was Neues machen. Genau, und dann. Und das mit Deichkind war, wie gesagt, ja auch nicht geplant, war kein Kalkül. Und das kam dann, Zufälle, wie auch immer, das hat sich dann ergeben, dann war ich dabei und na gut, jetzt stecke ich in dieser Geldspirale drinne, die immer weiter nach oben geht. Na gut, das ist ja auch gar kein Vorwurf, soll auch nicht nach Vorwurf klingen, es war nur, ich sage nur. Ich habe keinen Vorwurf gehört. Nein, gut, das sollte auch nicht sein. Was ist hier los? Ich filme das mal, was ist hier los? Geile Bullenparade hier. Da ist auch wieder Hamburg, hier ist Demo, was ist denn? Initiative, ich kann es nicht lesen, Initiative Deutschland, aber was genau? Was ist das? TID? Ja, hier ist was los. Megida wieder oder was? Keine Ahnung. Ja, nee, ich glaube nicht, das ist irgendwie wahrscheinlich. Die sind Alternative aus Deutschland. Streik, Geld. Keine Ahnung. Ist das eine rumänische? Nee, Tibet, ja. Ja, von den Farben her könnte es auch Roma sein, aber jetzt sehe ich es. Tibet, Initiative Deutschland e.V. Interessant. So eine kleine Demo. Ganz, ganz so mini, viel Polizei, ja. Also das ist süß. Free Tibet, Alter. Ist auch, Free Tibet ist früher, in unserer Kindheit war Free Tibet das Ding, ne? Stimmt. Heute ist Pegida das Ding, also raus. Nicht free, sondern haut ab. So. Alter, was ist hier los, ey? Ich glaube, wir sind hier auch so im Feierabendverkehr gelandet, ne? So ein bisschen. Ja, du kannst ja mal zeigen, was in Hamburg, was dich in Hamburg getrieben hat, irgendwie. Ja, okay, das ist also. Wo sind die Plätze, wo man sagt, yo, hier habe ich mit Jan die Bude ausgeräumt? Hier haben wir mit Jan die erste Mal Snickers geklaut. So, nee, ich habe mit Jan jetzt nicht so viel, also außer in der Mongo-Klicken-Zeit. Mongo-Klicken, genau. Da hatten wir dann ein Basement, einem Schlump, da haben wir uns immer getroffen. Und dann sind Mixtapes entstanden und was weiß ich nicht. Sag mal. Das wollte ich dich schon immer mal fragen. Wer ist der größte Psychopath gewesen? Du oder Flo in Immo? Sag mal. Ja, ich will. Mal du mal. Ich will nicht Immo zu nahe treten, so. In dem Sinne. Weißt du, er hatte ja eine manische Depression. Ja, ich weiß. Ist aber auch Spaß. Aber dafür haben ihn doch auch alle geliebt für seine Ausdicker.
Okay, kann sein. Ich weniger. Ja, du warst ja auch viel näher dran. Ich war auch viel mehr verpeilt und viel mehr eher auf Drogen. So. Und habe mich auch immer mit Absicht weggeschossen. So. Und, ich weiß nicht, wie das bei ihm war, so warum das. Habt ihr denn noch Kontakte so? Nein. Gar nicht mehr. Ne? Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, tatsächlich wirklich war, abgesehen von Deichkind-Auftritte, wo ich dich ja auch nicht gesehen habe, weil du dann unter so einem Dreieck versteckt bist, unter so einer Illuminatenpyramide und so, dann sieht man euch ja nicht so richtig. Ja. Aber das letzte Mal, wo ich dich wirklich gesehen habe, war in Essen im Jugendhaus 1998, glaube ich, das habe ich das letzte Mal gesehen, dann, oder war das schon so 2000, 2001? Zu der Zeit, auf jeden Fall in der Phase, wo ich Abitur gemacht habe, so, da warst du in so einem Jugendhaus, hast einen Auftritt gehabt und man musste dich dann vom Auftritt wegtragen. So, es kamen Leute und haben dich weggetragen. Ist das so? Ja. War das nicht Beats for Life oder war das da auch? Wie lange ist Beats for Life her? Das war 99 und ja, da haben mich die 5 Sterne besoffen von. Das kann sein, 5 Sterne. Du warst auf jeden Fall mit Mikro, hast deinen Fuß auf dem Monitor immer getan und irgendwas gelabert. Und dann kamen die immer, hey, komm jetzt. Ja, aber ich sollen sich alle ficken. Das war Beats for Life. Ich habe schon gedacht, du erzählst jetzt, dass du original den Auftritt mitgekriegt hast, wo ich nur eine Viertelstunde gespielt habe, weil ich bis oben hin dicht war. Boah, das weiß ich nicht mehr, aber. Und dann musste ich abbrechen, weil ich nicht mehr konnte. Von so einer Auftritte hatte ich gehört. Ich erinnere mich halt an einen. Tut mir auch leid. So. Ich sag ja, du warst der Rockstar früher. Du warst der Skandalrapper. So. Ich habe zumindest das ausgelebt, was ich auch ausgesprochen habe. So. Ja. Also, das war teilweise sogar noch untertrieben, was ich in Texten verfasst habe, im Gegensatz zu was ich da ausgelebt habe. War eine wilde Zeit, war eine geile Zeit. So. Und toi, 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 ich habe sie überlebt. So. Ich wollte unbedingt immer in Club 27 eintreten, in Vollrausch abtreten und dann zur Legende werden. Doch, ja. Digga, ich schwöre es. Ehrlich? Zu der Zeit auf jeden Fall. Mir war das Leben scheißegal. Krass. Mittlerweile ist das so, hier wohne ich irgendwo, ich sag dir nicht wo, aber es ist halt eine Bonzengegend. irgendwann, wie ich aber von den Drogen halt wegkam so, und diese neue Freiheit gewonnen habe, so, desto mehr habe ich Respekt vom Leben und vom Tod vor allen Dingen gekriegt. So, und habe auch immer mehr, jetzt möchte ich gar nicht sterben. So, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr zu sterben. Jetzt bin ich auch schon drüber. Jetzt will ich mit meiner Frau so alt wie möglich werden. Ja, natürlich. Kannst du übrigens Fenster zumachen wegen dem Ton, dann haben wir einen besseren Ton. Easy. Yes. So. Ey, weißt du was, jemand wie du, der so einen Todeswunsch irgendwo hatte, so oder so ein Scheißegal-Ding. Scheißegal. Ja, genau. Oder Club 27 und so. Ey, interessant, dass du das mit dem Tod jetzt sagst, weil ich habe vor kurzem ein längeres Gespräch gehabt mit einem Freund darüber, über Leben und Tod. Und dann sagte ich zu meinem Kumpel, das sage ich öfter, das ist so, seit ein paar Jahren denke ich so, ich weiß nicht, wo ich es aufgeschnappt habe, bei irgendeinem Philosophen und fand die Idee gut und dann habe ich es halt mit mir getragen. Und zwar, dass der Tod uns eigentlich im Leben einen Sinn gibt. Der Tod gibt dem Leben einen Sinn. Und zwar, der Gedanke ist so, wenn du unendlich leben könntest und würdest, was würdest du dann noch machen im Leben? Was hätte einen Sinn? Was hätte deine Liebe mit deiner Frau, deine Kinder, Abitur machen, Uni gehen, ein Album fertigstellen? Klar, wo du ist dann. Du kannst dann irgendwann mal alles abfrühstücken. Ja? Ja, du machst ja nichts mehr. Du liegst ja dann nur noch, könntest ja eigentlich im Bett liegen bleiben morgens. Aber, wofür willst du aufstehen? Du lebst doch ewig. Also weißt du, diese Endlichkeit, der Tod als Endlichkeit, gibt unserem Leben ja irgendwo diesen Zeitdruckfaktor, diesen Sinn, dass du etwas machst. Weil warum machen wir Abitur? Warum gehen wir zur Schule? Weißt du, also im Endeffekt, damit will ich nur sagen, wir wollen gar nicht ewig leben. Wir sagen das zwar immer, aber wir können das nicht. Was heißt nicht ewig leben? Ich glaube, ich habe einfach nur Angst. Wie ist das mit dem Sterben dann so? Davor habe ich Angst. So, weißt du, tut das weh? Was ist danach und so weiter? Und ich meine, mit dem ewig leben, jetzt merkt man ja auch so, du bist älter, ich bin älter und du merkst selber, wie schnell die Zeit immer schneller, die rennt immer schneller, weißt du, irgendwann mit Mitte 20 total. Merkst du, ups, das letzte Jahr ging ja schnell rum, wenn du aber, desto älter du wärst, desto schneller geht das Jahr auf einmal rum. So. Und ist das dann, warum ist das so, ey? Ist das nicht hardcore? Mann. Und jetzt bin ich 41, Digga, jetzt irgendwie so vorgestern war ich noch 25 und Asymmetrie, so weiß ich.
aber klar, und das denke ich mir, wenn du dann ewig lebst, so geht dann, wenn du dann immer älter wärst, aber ewig lebst, ja, bleibt dann auch dein körperlicher, also dein körperlicher Zustand ewig so? Nehmen wir das mal an. Nehmen wir an, du könntest Ewigkeiten 25 oder dein Lieblingsalter, 28 oder keine Ahnung, wo man noch so im Saft ist, Muckis hat und alles. Ja, aber willst du das? Will man das? Ja, ich weiß es nicht. Hält man das aus? Also, das ist die Frage, das ist so Vampirfilm-mäßig. So mäßig, oder? Ja, so Interview mit Vampir-mäßig. Ja, super Film. Ja, guter Film übrigens, ne? Ja, ja, richtig. Also schon auch super, auch so Ende 90er. Ne? Ja, unser Alter gewesen. So. Weißt du, was mich jahrelang erschrocken hat, dich als dich gut zu finden? Das würde mich jetzt mal eh interessieren. Du bist ja... das würde mich jetzt mal interessieren. Ich sag dir ehrlich. Ich wollte gerade sagen, du bist ja ein Kenneck so. Ja, auch. Und ja, ich habe immer das Gefühl, so, dass du manchmal so von der Kenneck-Seite so wenig Respekt teilweise bekommst. Aber ich obwohl bin, jeder von den Reimemonster abgefeiert hat, kann mir keiner erzählen, dass nicht auch nicht irgendwie ein Farid oder wer auch immer nicht Reimemonster damals abgefeiert hat. So. Und ich will wissen, was ist passiert. Ich sag dir, also du musst ja so sehen, ich bin ja irgendwo dazwischen. Ich bin ja ein Oldschool-Hip-Hopper so und seit kurzem bin ich ja Kenneck, weil diesen Begriff Kenneck oder was gab es ja vorher den gar nicht. Nein. Auch ein Kool Savas war ja früher nicht der Türke, weißt du so, oder ein Echo Fresh war ja auch nicht der Türke am Anfang. Ja. Das fing ja erst später an, erst mit Bushido und solche Leute haben ja erst angefangen, diese Identifikation weiterhin auf die Nationalität oder ja, was heißt Nationalität? Also der Straßenrap hat sich mehr dann so formiert. Deswegen, ich bin ja irgendwo auch, deswegen kann ich auch gut mit dir und auch gut mit der anderen Seite, wenn man das überhaupt so seitenmäßig aufteilen will, ja? Also ja, ich versuch's. Ich kann eigentlich auch gut mit jedem Menschen. Ja, so. Deswegen. Es ist eher von der Gegenseite aus, dass ich das Gefühl habe, wieso bist du so unlocker und kannst nicht mit mir? So, okay. Ich bin ein total umgänglicher Typ. So, aber das ist, das hat auch damit zu tun, dass die ganzen Kennecks auch jünger sind, viel jünger sind. Erstens kennen die dich gar nicht, zweitens sind die 14, 15. Das hat wiederum damit was zu tun, denke ich, dass Kennecks in der Zeit, wo du Rap-Größe warst, gar nicht Rap, Deutschrap gehört haben. Nee, klar. Deutschrap hören für Kennecks ist doch erst seit ein paar Jahren innen geworden. Früher haben wir alle R&B gehört, so mäßig, wenn du dich erinnerst. Ja. Als als Jan und so Born to Kill gemacht haben oder was, oder Born to Chill, wie ist das nochmal? Natural Born Chillers und so diese so Sachen gemacht haben. Die Angel in der Zeit habe ich doch auch gar kein Deutschrap gehört. Ja. Ich habe Deutschrap auch angefangen, als die ersten Hit-Sachen kamen, so LMS von Kool Savas und so. Davor haben wir doch alle Wu-Tang Clan und so gehört, oder was auch immer aus Amerika. So. Ja, ich war zwar immer Sprüher in der Szene, aber habe alles gehört, nur kein... das ist auch krass hier. Das war geil. Einbahnstraße, aber nur bestimmte Uhrzeit. Ja, ja, geil. Ja, was heißt, du durftest hier darfst gar nicht durchfahren von 4 bis 12 Uhr, stand da. Fuck it, Mann. Das ist das nächste Schild. Du bist Ferris Hilton, Alter. Du fährst, wo du willst. Gryphusstraße. Also pass auf, bevor wir den Punkt verlieren, ich wollte dir sagen, warum ich eine Zeit lang Probleme damit hatte, dich gut zu finden. Ja. Aber das ist jetzt nicht in den letzten 2 Jahren oder so, sondern das war früher. Also ja, in ja, der klar. Anfangszeit. Ja, der Ursprung, die Wurzel des Bösens. Ja, ich sag dir warum. Ja. Weil ich ein krasses Problem habe mit Drogen. Okay. Also ein Anti-Drogen-Typ bin. Okay. Hab nie gekifft, hab nie geraucht, bla bla bla. Ja. Mittlerweile habe ich einen etwas, sagen wir mal, gemäßigteren Eindruck. Ich denke immer so, ey, soll auch jeder machen, alles locker, so kiffen oder so, habe ich kein Problem mit. Ich mache es aber nicht. Ja. Ich weiß auch gar nicht, warum. Hat keinen Gründe, hat auch keine religiösen Gründe oder was. Aber ich trinke kaum Alkohol, habe auch noch nie Zigaretten geraucht. Ich weiß nicht, warum das so ist, einfach so gekommen. Ich muss auch sagen, in meiner Zeit war es echt schwer, weil du musstest dich immer erklären, weil die anderen haben immer alle alles gemacht, gerade in der Sprühszene so war wegknallen hier, ja, besoffen an die Leine gehen und so. Das Ding war natürlich fast 100% mein Brandmark. Ja, genau. Und da, ich hatte ein Riesenproblem, als ich in Essen, wir hatten so eine Jam gehabt, ich weiß noch, da waren Berliner Jungs da, die haben gesprüht, da waren Hamburger, das war so eine große, und einer von denen hat eine Story erzählt, das hat mich jahrelang weggebracht von dir, ich schwör's dir. Alter, wie ist denn die Story bitte? Der hat gesagt irgendwie, ja, Dicker, ehrlich, Mann, Ferris, der ist kein Spaß mehr. Er ist auf Blech. Oh. Und dann musste ich zu Hause erstmal, ich glaube, ich habe meinen Onkel gefragt, was ist auf Blech sein? Heroin drauf. Ja, ich schwöre.
Ich war 16 oder so, 17. Ich so, Mama, was ist auf Blech sein, Alter? Wenn man meinen älteren, einen älteren Onkel gehabt, ich so, weißt du, der war so alt wie ich heute, so, ne, so, was ist das auf Blech sein? Und er sagte, ich so, wie, wer ist auf Blech? Ich sagte, so, hier, so, einer, so, bla. Ferris ist auf Blech. Hängst du mit dem rum? Ich so, nein. Ja, mal, wie auf Blech? Ja, das war für mich voll hart, Mann. Ja, aber das stimmte leider nicht. Was heißt leider? Aber es stimmte nicht. Ja, es stimmte nicht. Ich war nie auf Blech. Ich sagte ganz ehrlich, ich habe irgendwann mal in der Lehrzeit, so zwischen 17 und 18, das hang auch im Umfeld zusammen, habe ich einmal das probiert, so einfach aus Neugier raus. Es hat mir nicht gefallen. So. Ich lag da 45 Minuten mit offenen Augen, völlig dahin am Sabberhang raus. Ich war eigentlich da, aber ich konnte mich nicht richtig bewegen. Ja. Und das war total unangenehmer Zustand. Und deswegen wusste ich von da an, das ist nicht meine Droge, einfach so. Ja. Ganz einfach. Krass, dass man Kiffen war eine andere Geschichte. Kiffen hat mich irgendwie, hat gut gepasst zum Schreiben. Ich konnte irgendwie, das floss alles, die Kreativität. Ja. Ich konnte mich derbe konzentrieren. Wenn ich meine Texte stundenlang, Tag, Nächte lang geschrieben habe, konnte ich mich auf Kiffe super konzentrieren. Ja. Und es war für mich in dem Moment auch keine Droge. Mittlerweile habe ich natürlich nach 10 Jahren Abstinenz und ich kiff nicht mehr, habe ich natürlich einen ganz anderen Blickwinkel drauf und sage mir, ja, eigentlich ist Kiffen für mich fast schon die härtere Droge von allen. Weil ich das so träge macht, oder was? Nee, überhaupt nicht. Er hat mich null träge gemacht. Sondern aber warum hast du auch gehört? Ich hatte so ein hartes Abhängigkeitspotenzial gegenüber Kiffe. Okay. Es war so schwer, davon wegzukommen. Und ich habe, glaube ich, 6 Monate gebraucht. Aber es liegt auch daran, weil ich viel zu jung angefangen habe zu kiffen. Ja, während meiner Entwicklungsphase. Wenn man Erfahrung auf Drogen macht, dann ist man... Genau, wenn du dein Leben, wenn du irgendwie in der Pubertät damit groß wirst und so weiter, wo deine Persönlichkeit sich gerade erst entwickelt, dann passiert bei dem einen oder anderen, der nicht unbedingt so das Glück hat, so Aufgaben zu haben wie ich oder im Künstlerbereich zu sein, dann kannst du echt, das kann nach hinten losgehen. Und ich hatte dann auch Angst, wie ich dann aufgehört habe zu kiffen, weil ich gedacht habe, das gehört ja zu meinem Leben, das gehört zu mir, so, dass ich durchdrehe, dass wenn du anders wirst. Ja, genau, ich anders werde. Dass du jemand anders wirst, Und dann habe ich aber gemerkt, Woche für Woche, nee, stimmt ja gar nicht, ich werde immer klarer. So, das war wirklich so, ich fühlte mich immer klarer. Ich konnte aber 6 Monate lang zum Beispiel kein Fernsehen gucken, konnte auch nicht richtig einschlafen. Wie auf Turkey. Wirklich, Bro, ich bin auf Turkey, Mann. Ich konnte nicht entspannt Fernsehen gucken, das war zu viel Information, alles und so weiter. Ich habe in der Zeit sehr viel heftige Träume gehabt, sehr viel verarbeitet und so weiter und so fort. Und, das war für mich ein einschneidendes Erlebnis, was ich nie wieder haben möchte. Deswegen ist die Rückfallgefahr gleich null. Krass. Und bei den harten Drogen war das eigentlich ziemlich einfach aufzuhören. Weil, was waren harte Drogen denn? Ja, so LSD, Pillen, MDMA und Koks. Und Speed. Okay, das übliche eigentlich, das fast übliche, schon diese übliche Party-Scheiße. Ich habe eigentlich aufgehört, wo es dieses Liquid Ecstasy auf dem Markt kam. Ja. Zu der Zeit habe ich eigentlich, glaube ich, schon aufgehört. Da sei froh. Und, und es war aber überhaupt gar kein Problem, von den harten Zeug damit aufzuhören, war für mich gar kein Problem, weil es meinen Kopf so sehr gefickt hat, dass ich gar keinen Bock mehr hatte, das zu konsumieren. So. Ja, Mann, ey. Also krass. Ich habe im Endeffekt habe ich früh angefangen, aber auch früh aufgehört. Das ist mir lieber, als wenn ich, weißt du, es gibt ja so viele ältere Leute, die irgendwie dann viel zu spät, also sehr spät Dicker, anfangen, Alter, und bleiben hängen und sind ganz unangenehme Persönlichkeiten so. Und ich habe, da bin ich echt froh drüber. Dass ich Hast du mit deiner DJ-Crew-Geschichte, habt ihr da auf Ibiza mal aufgelegt, ein paar Mal? Wart ihr da schon so? Nee, Mumbutika, so Freunde von mir halt, ne, Tobi und Kowalski, genau. Die haben das schon mal gemacht, aber... Ich persönlich habe es nicht so weit geschafft. Ich war die letzten 2 Sommer da, habe da viel aufgelegt. Die sind doch alle, und ich wollte gerade sagen, Alter, ey, Dicker. Wie gehen die bitte ab? Und als Alter, nüchterner Mensch, das habe ich nämlich auch gemerkt. Das ist für mich echt hart, Alter. Weil ich habe ja schon aufgehört gehabt, Drogen zu konsumieren, aber Elektro-Techno aufgelegt. So. Ja. Das ist unglaublich. Weißt du, dann kommen immer Leute auch dann zu dir hin und schenken dir irgendwelche Dauernd. Die legen Lines, was geht. Wo ich dann denke, so, Alter, ich konsumiere das doch gar nicht mehr. Was wollt ihr denn alle von mir? Weißt du, und bis heute habe ich das Gefühl, dass es immer noch nicht bis in die letzte Ecke hingedrungen ist, dass ich überhaupt gar nicht konsumiere. Ja, so, weißt du? Also ja, es war, in Ibiza war teilweise bei mir ein unangenehmes Gefühl. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich bin auf irgendeiner Afterparty und die Leute schämen sich vor mir was zu nehmen, weil die alle wissen, der nimmt nichts und der ist der einzig Klare hier. Und dann haben die immer dieses Gefühl, ist das für dich ein Problem? Und dann immer, kennst du, und dann immer,
Ey, aber ich finde das voll super, dass du nicht nimmst. Ey, ich feiere dich. Ja, ich feiere dich voll. Haben voll den Laberfleck. Ja, und du denkst dir so, ey, weißt du, ich habe so oft schon gesagt, es ist mir scheißegal, man dröhnt euch zu, es ist mir voll egal, so, weißt du. Ich bin ja freiwillig hier, ich könnte ja auch gehen, weißt du, macht euch keinen Kopf. Aber die kriegen dann diesen Drall. Und was du gerade gesagt hast, Liquid, MDMA, Ketamin. Ketamin, also, meine Fresse, Alter. Das habe ich einmal probiert. Ich hatte den Absturz meines Lebens. Also, ey, willst du die, pass auf, willst du die Story des Jahrhunderts hören? Wir waren letztes Jahr auf Ibiza im Sommer. Ich war nicht dabei, ich habe die Story gehört, aber die habe ich von so vielen Leuten gehört. Dann ging das Bild rum, also die ist 99% true, okay. Obwohl die sich total abartig angehört. Boah. Da kamen die irgendwie vom Privilege, zwei Jungs wohl raus, voll auf Keta, fahren mit dem Wagen rückwärts, streifen einen anderen Wagen, machen ein bisschen so Unfall, haben also Angst, ja, und hauen ab wegen Bullen und so. Yeah. Unterwegs merkt der Beifahrer, dass er seinen Arm verloren hat bei dem Unfall. Nein. Ja, die fahren also zurück, komplett schmerzfrei so, der Typ komplett schmerzfrei, fahren zurück, suchen den Arm, rufen Feuerwehr, Krankenwagen, ruft zwei Stunden, suchen die den Arm, dann finden die den, konnten den aber nicht mehr dran machen, weil er schon ab war, der Typ aber keine Schmerzen, macht ein Foto davon oder so, das Foto ging bei WhatsApp so rum und auf dem Arm war tätowiert, Freedom oder Liberty oder sowas. Ey, Junge. Ey, ohne Scheiß, ne? Wer diese Story mitbekommen hat und auf Ibiza war, bitte schreibt das mal in die Kommentare. Ja, kannst du mal sehen, was. Wie Ketamin, heftig Mann, Ketamin, Alter. Ist so heftig. Ja, das ist doch irgendwas. Ist das Betäubungsmittel für Tiere egal, oder was? Ja, ja, das ist so Narkosemittel. Und man soll eigentlich nur so ganz klein. Ja, bisschen, ja, ne? Und die, ja. Und ich hatte eine Pillennacht hinter mir, so ja. Weiß ich nicht, wie viele Pillen ich geschmissen habe. Und dann habe ich mir so eine Leine gelegt. Und hab nicht abgewartet. Dann habe ich gedacht, so, oh, wirkt ja kaum. Hab mir noch so eine Line gelegt. Ja, ja. Und dann nach 15 Minuten. So wie Wall Street, dieser Film, ja, wo der so denkt, so, ah, funktioniert nicht. Genau, genau so. Und dann ging es los. Ich merkte so das Kribbeln, so wie in einer Narkose vor der ja. OP halt, mein ja, ganzer ja. Körper. Und dann war ich das kann ich nicht beschreiben, Digga. Ich habe mich tausendmal aufgelöst. In ey, das habe ich ja oft gehört, dass man sich aufteilt, dass man sich selbst sieht. Ja, man ist in so einem Farbeimer. Ich bin durch die Farbe gewesen, dann war ich irgendwie mit einem Piratenschiff im Weltall. Denn ich konnte nicht mal greifen, um was zu trinken. Ich konnte die ganze Realität nicht mehr wahrnehmen. Ja. Und irgendwann hatte mein Kollege gesagt, so, Digga, er flippt aus, er geht gleich, weißt du, ja. Geht über den Jordan, hat er mir ganz schnell eine Koksline gelegt, ich die gezogen und dann merkte ich so, wie auf einmal in dem Haus, wo wir gewohnt haben, wie das Haus auf einmal zur Landung ansetzte und wir so wieder den Boden erreichten und ich merkte so, oh, ich kann wieder sehen, ich kann wieder greifen. Ey, das war der Horror. Heftig. Ich meine, das ist auch schon wirklich, das ist ewig her, aber... Na gut, aber heftig. Einmal und nie wieder. Also jetzt sowieso nicht mehr, aber was andere Drogen angeht, aber trotzdem einmal und nie wieder. Aber so eine lustige Geschichte passiert in der ganzen Zeit. Ich hab mal sogar auf Ibiza jemanden getroffen am Strand, der war am Weglaufen vor irgendwas. Und später habe ich erfahren, dass er zu viel Keta genommen hatte und seit 12 Stunden wegrennt vor irgendetwas. So einer sagt mir, seit gestern läuft er diesen Strand entlang. Warum tut man sich das an, so, weißt du? Ja, weil man einfach keine Erfahrung hat. Ja, so, weißt du, ich habe das ja auch wie, ich dachte, das wird schon nicht so schlimm sein, sonst hätte ich mir niemals so einen Nein gelegt. Vor allem geht da, also ich habe es ja nie selbst probiert, aber höre immer, dass es anders wirkt, wenn du wenig nimmst, als wenn du zu viel nimmst. Ab einem bestimmten Punkt wirkt es anders. Ja. Und wenn du darauf nicht vorbereitet bist, kannst du komplett durchdrehen. Ne? Genau. Dieses Drogending, ich weiß es nicht. Ich denke immer, ey, ich mach's, ich habe eh keinen Bock. Ich kann es nicht empfehlen. Ich bin halt selber, ich denke mir immer, ich bin durchgeknallt genug, wenn ich das noch nehme. Das bist du. Ich bin doch sowieso auf ADHS, alles, was es gibt, ADHS, MS. Ja, mittlerweile bin ich auch nur noch Naturstoned, heißt ja. Das dann, ne? So naturbreit. Und wie gesagt, also ja, so mit dem Abstand, also jeder soll, wie du auch sagst, jeder soll für sich entscheiden. Ja, so. Aber ich früher war ich total der Anti. Kennst du diese Hater-Anti? Ja, die sind auch voll assi. So wie diese Nichtraucher, ja, die genau. angefangen haben aufzuhören zu rauchen. Genau, und genau. Dann so militant dann loslegen, so von wegen. Ey, nee. Ich möchte aber jetzt nicht rauchen, ich habe seit gestern irgendwie nicht mehr geraucht. Jetzt geht alle weg und ja, so, das ist scheiße, das bringt Krebs, hör mal zu, das bringt Krebs. Ja, ich war früher so, aber ich habe irgendwann gecheckt, Alter, das muss nicht sein, vor allem du vergraulst alle Menschen so, weißt du? Und ich habe dann irgendwann gedacht, komm, sollen alle machen, was sie wollen, sind ja nicht meine Kinder. Ja, schlingt halt, es ist halt immer auch eine Sache, ob man damit irgendwie so, wenn man selber ein Problem damit hat und nicht glücklich dabei ist, was man tut, ist das gefährlicher, als wenn man glücklich das, weißt du? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ein glücklicher Raucher kriegt
eher kein Krebs als jemand, der die ganze Zeit sich mit beschäftigt. Ja, eigentlich sollte ich. Ja, eigentlich ist ja, ja klar. Eigentlich ist das. Ich habe mal beschwörst du die bösen Geister sozusagen. Genau so ist das. Ich habe sogar mal gelesen, dass seitdem auf den Schachteln draufsteht, dass du Krebs und bla, dass die Leute mehr rauchen, weil die unter Stress sind. Die haben Stress. Die sehen das. Boah, krass, ich kriege Krebs. Stress, nochmal einen rauchen. Also genau das Gegenteil. Ich rauche einfach just for fun. Das macht mir einfach nur Spaß. Ich bin natürlich süchtig nach Zigaretten, aber es macht mir einfach nur Spaß. Ey, ich habe mal überlegt, ey, ich würde anfangen zu rauchen, wenn mir das was bringen würde. Bringt aber nichts. Ja, wenn es nichts bringt, ja, so ist es. Was halt. Bringt dir das denn? Nix. Ja. Bringt nur diesen hier, ja. Diesen Cowboy-Swag. Es ist ein Mist. Also es kann schon beruhigende Wirkung haben, ne, für bestimmte Leute. Aber doch aber nur am Anfang so. Ja, gerade am Anfang wird dir eher schlecht, wenn du irgendwie zu viel auf einmal rauchst, kann das sein, dass du eher, dass dein Kreislauf das nicht mitmacht. Das ist so. Also wenn ich irgendwie 2 Tage nicht geraucht habe und ziehe dann ganz schnell an einer Zigarette, kriege ich auch erstmal Kreislauf. So. Ja, stimmt. Ja, so gewöhnst du ja Kindern sehr oft das Rauchen im Endeffekt ab, dass sie gar nicht mit anfangen, dass du sagst so, okay, meine Junge, ihr wolltet jetzt rauchen, ne? Ja. Jetzt dann zieh mal die und dann gibst du denen gleich 2 hintereinander am besten. Und dann denken die so, die haben nie wieder Bock zu rauchen. Hast du eigentlich Kinder? Darf man das fragen? Ja, darfst du fragen. Wir sind entspannt in der Planung. Ah, okay. Also völlig unverkrampft. Schauen wir, was passiert. Momentan ist natürlich mein Zeitplan total ausgeballert. Und auch meine Frau hat viel zu tun. Das heißt, wir müssen mal schauen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Weil ich will nicht auf Tour sein, wie viele andere Deichkind-Kollegen von mir, die dann während der Tour das Kind gekriegt haben. So. Ja, aber Dicker, wenn man so denkt, wann ist der richtige Zeitpunkt, dann kriegst du nie ein Kind. Kennst du das so? Wenn man immer ja, so. Ich rede aber jetzt nicht, ich rede ja nicht von so 10 Jahren. Ja, ja, weißt du, ich rede jetzt so vom, weißt vom du, Ende des Jahres zum Beispiel. Okay. Wär ein guter Zeitpunkt. Aber ich kenne das, viele sagen immer, ja, Kind kriegen, ja, ich muss erst mal einen festen Job haben, ich muss erst mal gucken. Genau, das ist dann, was anderes. Ja, da kriegst du nie ein Kind, da kannst du es vergessen. Aber das finde ich gar nicht so verkehrt, wenn man sagt, so, ich will mindestens die Zukunft meines Kindes halbwegs abgesichert haben. Ja, so. Aber okay, das hört sich nicht verkehrt an. Aber auch meine Eltern haben es geschafft, mit Flucht und mit alles und mit Job und Deutschland und alles, trotzdem 3 Kinder zu haben. Und trotzdem sind wir, also weißt du, ich meine, also da muss ich mit dem Finger auch auf mich selber zeigen. Ich bin nämlich auch total der Deutsche geworden, so Kontrollfreak und so. Total der Nicht-Südstaaten, so Mensch. Ich bin total der so südliche Menschen. Yeah. So da, eigentlich komme ich aus dem Iran und eigentlich sind wir ja auch so... gucken wir mal so, wir machen das schon, das packen wir schon so. Ja, klar. Aber der Deutsche ist Deutsche ist ja anders, der muss erst alles durchdenken und wenn in der kompletten Theorie ein Baustein nicht gut ist, dann macht er das nicht. Und das hat so Vorteile. Ist es nicht, ja, aber du weißt, dramatisiert. Ja, ja klar, so. Ja, ich weiß auch, was du meinst. So. Man muss viel mehr einfach machen aus dem Bauch so. Klar. Das ist ja, da sieht man ja auch in der deutschen Musik. Das wollte ich sagen, deswegen mache ich aber auch, deswegen mache ich Musik. Ja. Weil es viel aus dem Bauch heraus ist. So. Aber ich finde krass, Deichkind, neue Projekt ist jetzt gerade raus und jetzt kommst du mit dem neuen Ferris-Projekt. Ist das nicht irgendwie, schneidet sich das kaum? Naja, guck mal, oder habt ihr das geplant? Ist ja schon fast ein halbes Jahr dazwischen. So. Ja, okay, wenn das im Mai rauskommt? Ja, Ende Mai. Also fast Anfang Juni. Stimmt, ist ja auch. 5, 6 Monate. Stimmt. Da haben wir im Prinzip alle Singles und das Album von Deichkind abgefeiert und oder abgefeuert. Ja, ja, klar. Und dann kommt im Endeffekt nahtlos meins. Und das ist auch Absicht, weil ich dann irgendwann natürlich einen anderen Zyklus haben möchte. Ja. So wie ähnlich wie bei Die Ärzte und bei Farin Urlaub Racing Team, dass das dann immer straight getrennt voneinander ist. Das war diesmal einfach nur nicht möglich. Ja. Was sagen die Bandkollegen? Spricht man das ab oder sagt man da Bescheid? Oder? Ja, klar, oder nicht? Natürlich, die sind natürlich involviert in der ganzen Thematik. Klar. Und die hatten auch erst Sorge, dass sich da eventuell was überschneidet, aber im Endeffekt sehe ich das so, dass Leute sich einfach nur gegenseitig befruchten. Ja, das kann total dazu führen, dass, also ich glaube sogar eher, dass es dazu führt, dass sich das eine Ding sogar noch größer wird. Es kann nur gut sein für Deichkind. Ich meine, okay, ja, für Deichkind ist es sowieso, sowieso alles gut am Laufen. So. Ja. Für mich ist es vielleicht sogar was Positives, dass ich das so schnell hintereinander rausbringe, weil dann hat man danach eine längere Pausenphase. Ein bisschen Pause auf jeden Fall. Genau, weil sonst wäre das so, Deichkind, bam, 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 dann ich, bam, 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 und dann geht schon wieder Deichkind los. Klar. Weißt du, und dann glaube ich, dann würde ich irgendwann natürlich auch einen Rappel kriegen. Ja, klar. So, das hält ja kein Mensch aus. So, und so ist es gut. Jetzt
baller ich voll nach vorne, so dass ich nicht mehr kann. Und dann mache ich Pause. Oder ich drehe einen Film. Dann machst du ein Kind, wollte ich sagen. Dann macht er endlich Kinder. Oder Kind. Aber weißt du, ich muss dir sagen, ich muss dir wirklich eins sagen. Ich weiß nicht, ob man kennt dich als Schauspieler wenig. Du hast ein paar Sachen gemacht. Aber ich finde, du hast echt das Zeug, echt großer Schauspieler zu sein eigentlich. Schade, dass du da... Was heißt schade? Du hast ja immer noch große Zeit, aber man hat ja immer noch Zeit. Tolle aber Sachen schon abgedreht für dieses Jahr. Okay, cool. Echt? Wir, guck mal, einmal drehen wir ja, einmal das ist ja eine lustige Geschichte, ne? Diese Blockbusters-Geschichte mit Echo Fresh, wo wir diesen Pilotenfilm gewonnen haben, das drehen wir eine ganze Staffel jetzt. Ach so, ja genau. Wann kommt die überhaupt? Kommt die noch? Ich wollte ja, wir drehen die erst im Sommer. Weil im Endeffekt, ich habe echt gedacht, da kommt nichts mehr. Nein, wir drehen die im Sommer. Okay. Das werden dann so, weiß ich nicht, zwischen 6 und 8 Folgen sein, so eine Staffel, ja, wo auch Stromberg und Pastewka-Leute mit dabei sind, sozusagen. Genau. Richtig gutes Team. Echo ist super, er hat mich total überrascht, was seine schauspielerische Leistung angeht. Gerade im Blockbusters-Kontext, super geil. Und ich habe aber noch einen Kinofilm abgedreht und noch für eine große TV-Produktion, die im Herbst kommt. Und das wird ganz heftig, glaube ich. Kann man schon sagen was? Oder? Nein. Immer diese, ja, bei mir läuft, aber ich kann noch nicht sagen, welche Projekte. Label, ja, ich mache Spaß. Ich glaube, das wird aber noch rechtzeitig bekannt gegeben. Aber da wird mit diesem Herbst-Ding wird auf jeden Fall Geschichte geschrieben. Ja, ich hoffe, weil ich finde, ich fand immer als du, also ich bin ja ein großer Filmfan und so, und ich denke immer als hübsch, so Schönlinge braucht ein Film nicht. Ein Film braucht immer Charaktergesichter so. Ja. Und ich finde immer dieses Hollywood in den letzten Jahren auch in Deutschland immer nur auf Schönlinge draufgehen, finde ich total leblos die Filme. Ich weiß, was du meinst, aber ich sehe ich genauso so Charaktertypen, aber die gibt es aber auch schon immer, ne? Ja. Jetzt so letztens habe ich die ganze Bond Kollektion nochmal angeguckt, so wenn ich mich an den Der Beißer erinnere, normalerweise sagt, ist hässlich, so wir sagen Charakterfresse. Ja, so. Klar. Und ich glaube, dass die Leute braucht der Film immer. Ja. So. Natürlich sind die teilweise limitiert einsetzbar, ja, aber auch sehr vielfältig einsetzbar. Weil das spiegelt doch irgendwie auch so ein bisschen, es spiegelt doch auch einen Teil der Gesellschaft im Endeffekt auch wieder. So, ja, weißt du, wir sind ja, wenn du den guckst in Deutschland oder in allen Ländern, egal, wie viele Menschen sind da wirklich hübsch so und ja, wie viele oder sind so normal und wie viele sind ein bisschen abstract, sag ich jetzt mal. Ja, klar. So, weißt du? Ja, und ich finde weniger Schöne. Ich finde gerade in Deutschland ist das ganz, ich meine, der deutsche Film ist eh total schwierig. Ja. Und jetzt probieren sie immer wieder mal was mit Rappern aus und so, ist ja auch schon mal gut, sind ja auch schon mal Charakterköpfe. Aber ich finde, du bist halt vom Typ her für den Film super gemacht einfach. Die Stimme ist krass, du hast diese Kettensägenstimme, wie du selber sagst. Ja. Du hast halt, klar, auch limitiert einsetzbar für eine, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber warum nicht? Ich kann mir vorstellen, dass du genauso in eine lustige Rolle reingehst, wie auch in eine Dramarolle. Also was Drama und du weißt ja, Comedy und Drama ist ja eh immer sehr nah aneinander. Ja. Aber also ich liebe zum Beispiel, ich habe jetzt den einen, den, was ich erzählt habe, wo noch nicht klar ist, oder wann das veröffentlicht wird, dass ich da mitgespielt habe, da spiele ich auf jeden Fall einen Bösewicht. Und Bösewicht mag ich gerne spielen. Ja, passt. Ganz ehrlich. Und, warum ist das so einfacher? Ja, es ist einfach. Es ist für mich, es macht einfach Spaß. Du kannst einfach Emotionen rauslassen, so aggressive. Ja, tötet ihn. Aber ich würde auch natürlich gerne mal eine Herausforderung spielen, so eine gebrochene, zerbrochene Persönlichkeit. Ja. Sowas würde ich auch machen. So, ne? Ich kann natürlich nicht den Latin Lover spielen. So, das ist ein bisschen schwierig. Ja, gut, aber. Maske nachhelfen, so. Aber ganz ehrlich, wer will den Latin Lover spielen? Weißt du, Rollen, Alter. Ja, also, wenn man mir die anbieten würde, wenn ich so gut aussehender Typ wäre, würde ich mir irgendwann auch denken, so, Alter. Genauso wie diese Laufstegmodels. Ich habe mal darüber nachgedacht. Egal wie viel Geld die mir geben würden und ich wäre so ein Laufstegmädchen so. Ja. Ein paar Jahre machst du das wegen dem Geld, aber irgendwann kommst du dir auch dumm vor. Also du musst ja verblödet sein irgendwann, um das so viele Jahre mitzumachen, weil du bist nur ein Kleiderständer, mehr bist du nicht. Ja, das stimmt, aber es gibt natürlich dann ja auch, wie in allen Bereichen so die Beispiele, es gibt dann irgendwie so diese 3 bis 5 oder 10 die super, dann mehr super heftigen Topmodels, die verdienen Millionen. Ja, ja, klar. Ich glaube, die sind gerne Kleiderständer. Ja, aber wärst du das auch egal für Millionen, du bist auch nicht der Typ dafür. Ich bin ja sowieso, also ich habe sowieso dazu keinen Bezug, deswegen kann ich das ja nicht beurteilen. Ich würde das ja sowieso nicht machen.
ich bin ja Musiker oder Schauspieler oder whatever. DJ. Aber wenn die Leute zu dir sagen, ey, du hast damals Reimemonster gemacht, geil, mach nochmal 10 Mal dasselbe, mach mal 5 Jahre dasselbe. Das würde ich nicht fickt euch, ja. Genau, das würde ich nicht machen. Das hätte ich auch machen können. Vielleicht hätte ich dann irgendwie einen ganz anderen Status. Aber das wäre mir nicht risikofreudig genug gewesen. So. Ja, das ist das Ding. Also ich, klar hätte ich sagen können, Reimemonster war ein Hit, ich mein ganzes Album voll damit. Aber das hätte meiner Persönlichkeit gar nicht entsprochen. Wo ich dann auch so sage, so, dass, für mich ist Authentizität halt super wichtig. Und ich wäre nicht authentisch für mein Empfinden gewesen, wenn ich immer nur so dasselbe abgerufen hätte. Nur wie die ganzen, wie wir schon sagten, nicht die ganzen, aber die meisten Gangster-Rap-Alben zur Zeit, ein Beat ist fett. Nummer 1 ist geil, Nummer 16 klingt genauso. So. Es ist leider so, dass das man sagen muss, bei einigen ist das schon so. Wäre das wirtschaftlich für mich gut gewesen, aber es hätte mich, glaube ich, nicht künstlerisch oder innerlich befriedigt. Wen findest du denn aktuell gut? Also von den jungen Kids, vielleicht auch von den Kenner Kids, Street Kicks. So, also ich hatte ja mal damals zugegeben, dass ich eigentlich so diese, wie das anfing mit den Wortspielen von Farid und so weiter, dass ich das super geil finde. Ja, da sind die auf jeden Fall top. Ja, ja, das finde ich einfach hammergeil. Und ich und so. Glaube auch einfach, dass er nicht so limitiert wird, wie er denkt, wenn er sich nicht darauf schließen würde, nur auf Namen zu gehen. Okay, und also damit sich, weißt du, ich glaube eher, dieses Wortspiel-Ding wäre auch weitaus größer. Größer von diesem Genre, in dem er sich befindet, wenn er sich darauf noch mehr spezialisiert hätte, was diese lustigen Sport-Wortspiele angeht, so auf dasselbe Reim, das hat ein anderes, oder auch ein bisschen frech sein, ein bisschen keck sein, weil er ist ja, weißt du, er ist ja ein lustiger Typ, so. Ja. Und ich glaube, er würde noch mehr, aber ich glaube, er ist auch zufrieden mit dem, was er erreicht, so. Weißt du, wenn er eine Goldene hat oder so, wenn er das schafft, dann ist er, glaube ich, damit super happy und hat ja noch genügend andere Aufgaben. Aber ich glaube, trotz alledem, wenn er nicht limitiert sein wollen, dann das sollte er sich nicht auf die Rapper stürzen, so unabhängig, ob er sich jetzt auf mich gestürzt hat auch, sollte er nicht machen, weil viele aus der normalen Bevölkerung kennen die gar nicht, beschäftigen sich gar nicht, aber könnten was mit seinem Wortwitz anfangen. Stimmt, ich weiß auch genau, was du meinst. Das sieht man an einem Kollegen, finde ich, der weitaus mehr erreicht, also Menschenmassen erreicht, als alle Rapper, die Wortspiele machen, weil er halt wirklich er ist einer der Besten, was das Wortspiel-Ding angeht. Aber er stürzt sich nicht nur auf diese Disses. Vielleicht macht er das noch am wenigsten. Ich glaube, soweit ich das mitgekriegt habe, in letzter Zeit ist das doch fast nur allgemein gehalten. Genau. Also, genau. Fällt auch fast gar kein Name mehr. Genau. Sondern genau er hat das gemacht, was ich ihm gesagt habe. Er hat sich darauf spezialisiert, Wortwitz zu liefern. Und das kommt super an. Und das würde Farid in seinem Bereich genauso gut stehen. Und ich glaube, dann würde er mehr erreichen. Aber wie gesagt, ich glaube aber auch, dass er zufrieden ist mit dem, was er erreicht hat. Und dass er sich das halt auch das ist so sein Ding, sein Geschäftsmodell. Und deswegen kann man aber auch diese Disses teilweise ja auch gar nicht mehr so ernst nehmen, weil viel zu viele Leute gedisst werden, damit er überhaupt gar keinen persönlichen Bezug hat. Ja, so. Ja, deswegen ist der Entertainment-Faktor aber auch gleich wieder kleiner, weil das Einzige, was da interessant ist, ist eigentlich der Beef, den er mit Flair hat, weil Flair darauf eingeht und die sich das gegenseitig hochschaukeln. Und, weil das ist ein echter Beef so irgendwo. Das ist dann ein richtiger Alles Beef, andere ist... Was Bushido auch schon mal gesagt hat in einem Interview, interessant war Kool Savas Echo Fresh, Persönlichkeit, das Bushido K1-Ding, natürlich, völlig klar. Ja. So, und so verhält sich das auch mit den Disses gegenüber Farid so. Wenn er einen persönlichen Freund gehabt hätte, der auch noch Rapper ist und dann hätten die ein Problem gehabt so und weiter und beide sind irgendwie auf einem heftigen Level, wenn dann Beef gewesen wäre, ich glaube so, weißt du, wenn er jetzt mit einem von seinen Leuten aus dem Banger-Label Beef hätte jetzt so, das wäre viel krasser und viel heftiger so und würde viel mehr Aufmerksamkeit noch erregen, als wenn er jetzt den nimmt und den nimmt und den nimmt und der macht ja sowieso nichts und der hat ihn eigentlich gar nichts getan, aber ist lustig ihn zu dissen. Weiß ich nicht, das ist nicht so wertvoll. Ja, das ist ja klar, das denke ich auch. Und deswegen denke ich auch, dass voll viele Disses von ihm auch gar nicht persönlich gemeint sind, sondern mehr einfach sportlich. Name-Dropping ist das ja auch. Und klar, die interessanten Sachen sind da mit Flair, weil das eine Hinterstory hat und auch, weil die sich dann schon auch, also weil das auch gegenseitig beruht. Ja, genau, und dann macht es auch Bock. Dem anderen nichts geschenkt. So. Ja, genau. Hattest du eigentlich in der ganzen Karriere Beefs? Ich kann mich nicht erinnern richtig. Außer dieser persönlichen Streit, oder was heißt Streit? Ihr habt euch getrennt damals mit den Freaks.
Ich habe alles getrennt, aus Streit heraus auf jeden Fall. Genau. Aber es gab ja auch nicht so viel. Wie gesagt, es gab ja nicht so viel, mit dem man hätte Beef haben können. Aber das hätte ich auch nie. Battle Rap, ja, aber Beef gab es zu dem Zeitpunkt auch, glaube ich, noch nicht so richtig. Ja, das hat stimmt, sich erst irgendwie stimmt. entwickelt in Freestyle den Jahren, wo ich schon Freestyle. Aufgehört habe. So. Ja. Und ich war auch nie ein Freestyle-Rapper. Ich habe mich auch nie als Battle-Rapper gesehen, sondern eine Mischung aus Rapper und Songwriter. Ja. Weißt du, genau, und ich habe mich immer mehr darauf spezialisiert, dass ich eher noch jetzt noch mehr Songwriter bin als Rapper. Ich muss ehrlich sagen, das war mein Wort gestern, als ich dein Demo gehört habe und mit einem Kumpel zusammen den Text und ein bisschen uns reingehört haben in deine Mucke. Songwriter war das Wort, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, Digga, das ist schon lange kein Rap mehr. Ja. Weil es ist, also auch kein Diss hier an der Stelle. Du hast 100% das Rap-Ding in Deutschland mitgestartet so, oder mit groß gemacht. Aber das Album jetzt, das ist ein Songwriter, Singer-Songwriter fast. Klar machst du auch, es ist natürlich auch gerappt, aber ich würde fast sagen, es ist mehr Sprech und vielleicht Sprech-Rap. Also du rappst schon, an einen Tracks rappst du so wie früher der Ferris, dann schreist du deinen Rap-Text raus. Aber voll oft singst du das eigentlich. Für mich ungewöhnlich singe ich sehr viel. Ich empfinde das noch nicht unbedingt als Singen, aber. Nein, du weißt, ist ja klar. Es ist auch nicht jetzt schief oder so. Das ist schon gut gesungen teilweise. Ich bin hier einfach drauf losgefahren. Ich weiß nicht, wo wir sind. Hast du Angst vor der neuen Platte vom kommerziellen her? Wie meinst du das? Weil bei einer Deichkind-Platte ist der kommerzielle Erfolg mittlerweile so krass, so garantiert schon. Den kommerziellen Druck oder so, dass man was erreichen muss, das war eher früher so, dass man den, aber mittlerweile bin ich einfach zu erfahren und entspannt dem gegenüber so. Was passieren wird, wird passieren so. Ich habe alle Höhen und Tiefen hinter mir. Wenn das Album Anklang findet, so eine gute Schnittmenge erreicht an verschiedenen Leuten, dann bin ich damit happy. So, für die mache ich die Musik, für Musikliebhaber. So. Und alles, was darüber hinaus passiert, völlig okay. Natürlich ist es enttäuschend, wenn das Album überhaupt keinen Anklang findet. Aber das kann nicht passieren, weil das Album ist einfach viel zu gut. Zumindest kann niemand mir nachsagen, ich bin mit mir im Reinen und mein Produzent auch. Wir haben das Beste gegeben, haben gesagt, okay, uns war wichtig, das Album muss so gut werden, dass jeder sagen kann, ist nicht meine Geschmackssache, aber es ist gut produziert. Das ist mir das Wichtigste in dem Moment. Und natürlich, weißt du, es gibt viele gute Alben und Künstler, die haben heftige Alben gemacht, aber nichts verkauft. Ja. So, damit muss ich mich auseinandersetzen, aber ich glaube, das ist jetzt der falsche Zeitpunkt, sich damit auseinanderzusetzen. Ich warte bis Ende des Jahres ab, weil es noch einige Sachen, ein paar Goodies passieren mit dem Album, wo man auch außerhalb vom Hip-Hop-Genre Leute mit anspricht und erreichen wird, dass ich bis dahin erstmal abwarte. Also ich weiß genau, ich bin kein Hype. Es hat jetzt hier niemand auf ein Ferris MC Comeback gewartet. So. Ja, das ist mir völlig bewusst. Und deswegen werde ich mir das erarbeiten. Aber du kannst es dir aber arbeiten. Weil ich sag dir ganz ehrlich, wie ich das sehe, beobachtest du Rapper wie Hank, Hollywood Hank oder wie Favorite. So in dem Bereich, hast du solche Leute auf dem Schirm? Ich kenne die alle vom Namen her. Also Favorite sagt mir natürlich was. Ja klar, aber was ist deine Frage? Was ich sagen will ist, es gibt voll die Berichtigung für deine Mucke, genauso wie du sie jetzt machst, aber auch wie du sie schon vorher gemacht hast. Ja. Du musstest sie nur machen. Und ich glaube, auch im Hip-Hop-Kosmos kannst du voll funktionieren. Es muss ja jetzt nicht jeder, ich habe das Gefühl gehabt, dass du so ein bisschen die Hip-Hop-Szene so siehst, als wären es nur noch Kennex und Street und es hätte gar nicht mehr so, aber glaube ich nicht. Guck mal, 257ers machen verrückten Scheiß. Sowieso die Jungs, die Berliner KIZ. Dann hast du so Leute wie Faith, wo ich sagen würde, fast, das sind so Leute von Mucke her, deren Fans, schätze ich mal, würden deinen Scheiß auch gut finden. Also, schätze ich jetzt mal. Ja. Bei Amazon bist du bestimmt so, kennst du so bei Amazon, Leute, die gekauft haben, kaufen auch so. Also, ja, so könnte ich mir vorstellen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass du Sachen jetzt mal übertrieben sagst, so Sachen wie Casper oder Materia oder Peter Fox. Ja, genau. Oder auch die, weil du ja auch dann wieder, anders als Wave, hast du ja natürlich die 41 drauf. Und dann hast du auch wieder Themen drauf auf dem Album, die dann natürlich nicht nur einen Teenager ansprechen. Von daher,
du weißt schon, was ich meine. So, also, du ja, kannst das. Also klar, ich, wie gesagt, meine Absicht war auch, ein Album zu erschaffen. Wie gesagt, dass ich nicht 3000 Schritte zurückgehe und nochmal so tue, als ob ich 25 genau, bin. Genau. Oder einem Image irgendwie nacheifere. Ich habe versucht, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, ein Album zu erschaffen, wo halt, wenn ein Jugendlicher rauswächst, dass er sich dann nicht danach peinlich berührt fühlt, dass er das immer noch hört, dass er damit was anfangen kann. Das wiederum impliziert, dass auch ältere Leute das hören können. Und dann hoffe ich einfach so, dass halt, wie gesagt, der 50-jährige Papa mit seinem Sohn, wie beim Deichkind-Konzert, auch gerne zu meinem Konzert geht, ohne dass die Eltern sich dass sie sagen so, oh, diese verteufelte scheiße Mucke, hör das nicht und so weiter, und die Kids sich peinlich berührt fühlen, ja, ja. Weil sie das selber hören wie ihre Kinder. Ja, gibt's ja nur noch solche Beispiele, aber es gibt halt auch das gegenteilige Beispiel, und das finde ich irgendwie mittlerweile mit 40 Jahren finde ich das irgendwie interessanter, das Beispiel, dass sowohl Eltern und Kindern irgendwie das Gleiche auch abfeiern können. Ja klar, das ist ja gerade bei, was du gesagt hast, Peter Fox ist zum Beispiel. Genau, Deichkind auch. Ja, Deichkind auch, ja. Es ist so, bei Peter Fox war ich mal auf einem Konzert, das ist total crazy, da sind Mutter, Vater, genau. Kinder, Jugendliche, normale Schüler, Studenten, das ist echt Wahnsinn. Genau, das ist die Schnittmenge eigentlich, die ich mit dem Album ansprechen möchte, so. Keine bestimmte Genre-Schnittmenge. Ja, genau. Ja, und, ja daher denke ich, hattest du mal über eine Namensänderung nachgedacht? Weil es eben kein klassisches Ferris MC Rap Ding mehr ist? Ah, original, du sagst es. Ich habe mir, wie ich mich von meinem Management getrennt habe, Ende 2013, mich mit meinem neuen zusammengetan habe, habe ich original gesagt, so, ey Digga, ich müsste eigentlich meinen Namen ändern. So. Und er so, bist du bescheuert und so weiter. Ja, aber Ferris MC ist eine Marke und ja, so weiter. Ja, klar ist es eine Marke, so. Aber genau das ist ja das Problem. Weil es ja eine Marke ist für eine bestimmte Sache. Genau, aber jetzt kann es ja auch die Marke dafür stehen, dass für die Weiterentwicklung der ganzen Sache so. Dass auch Menschen sich einfach weiterentwickeln können, ohne dass sie sich so großartig ändern müssen. So. Weißt du, ich bin ja nicht irgendwie, bin jetzt irgendwie nicht ein ganz anderer Mensch, so, aber ich bin einfach, ich stehe mehr im Leben, mehr mit den Füßen auf dem Boden. Ich weiß, was ich will, ich habe Niederlagen hinter mir, Höhen, und das gehört ja alles zu der Geschichte von Ferris MC. Dazu genau wie dieses Album jetzt. Das ist mehr ich denn je. Ja. Und deswegen war das schon richtig, den Namen nicht zu ändern. Ich hätte vorgeschlagen, wenn ich dein Manager gewesen wäre, hätte ich gesagt, Dicker, lass uns das Ding Ferris nennen. War so wie absolute Beginner. Ja, die Beginner. Klar, ja. Dieses MC ist natürlich. Ja, es ist. Aber MC kann ja, wie gesagt, immer noch für Mongo kriegen. Es ging jetzt nicht um MC. Es ging jetzt nur darum, dass ich gesagt hätte, wir behalten den Kern bei. Ja. Machen aber so wie BMW das Logo. Bisschen erneuert, aber es bleibt same. So. Man bleibt sich nur treu, indem man sich verändert. Habe ich mir sagen lassen von meinem Professor. Das haben wir im Endeffekt ja auch getan. Aber. Deswegen mussten wir nicht den Namen ändern. Ich habe nur da. Wir haben es dann musikalisch umgesetzt. Ja, klar, dass wir das geändert haben. So. Und wie du schon auch selber sagtest, es gibt ja auch Momente, die dich an früher erinnern. Ja, so. Ja, klar, total. Und, ja. Und deswegen ist das legitim, das so zu machen. Im Endeffekt. Ich habe genau darüber selber wie du darüber nachgedacht. So nur Ferris, dies, das, jenes. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, richtig so, wie es ist. Ja, gut. Ich meine, du hast es schon gesagt, alles wird so kommen. Wie es kommen muss. Genau, ich kann es nicht beeinflussen. Ja, klar. Also ich kann es nicht, ich kann mein Bestes geben. Kannst dein Ding machen und dann musst du und dann musst es loslassen. So, genau, dann muss ich loslassen. Ja. Man muss auch loslassen können dann auch. Man muss dann auch dann. Und so sage ich mal, weißt du, ich will ja nicht nur die alten Fans befriedigen, ich will ja nicht nur Erwartungen entsprechen, sondern Erwartungen brechen und dann müssten die alten Fans auch loslassen. So, ja. Weißt du? Die sind ja auch älter geworden. Ich glaube ja auch, die Hälfte von denen hat die Bonks weggeschmissen so mittlerweile. Ja, hoffentlich. So. Ja, und ich gebe noch Futter für neue Leute. So. Ja. Perfekt. Ferris to the Ferris, Alter. Ich hätte mir auch wirklich nie vorstellen können, dass Ferris MC mich zur Tankstelle fährt und mir einen Lipton Ice mit Kohlensäure kauft. Ich bin total freundlich. Ich frage immer nach. Ich habe halt immer gedacht, du bist auf Blech. Geht's dir gut? Möchtest du was haben? So bin ich so. Also ja, aber das ja war gut. Nie anders. Gut. Außer vielleicht, weiß gut ich so. Nicht, vielleicht habe ich
weil ich so verpeilt war früher, dem einen oder anderen jetzigen Rapper damals kein Autogramm gegeben. Dafür entschuldige ich mich nochmal. Ich war einfach zu breit. Und deswegen soll er jetzt nicht sauer auf mich sein. So, ich würde das auch nachholen. Ich gebe ihm Foto, Autogramm, wer auch immer deswegen noch Hass auf mich hat. Krass, Mann. Du hast dein erstes Album gemacht, da waren die allermeisten heutigen Rap-Fans noch nicht mal geboren. Darum musst du mal nachdenken, das ist krass. Ja, so, guck mal, 93 war die erste Veröffentlichung. Dicker, 93, da. 22 Jahre. Ich hab 95 mein erstes Graffiti an der Wand gemacht. Und 96, 97, da habe ich mich dann getraut, das erste Foto davon zu machen. Ja, siehst du, genau, die Zeit darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Die Zeit, wo man angefangen hat, damit zu üben und ja, so weiter. Das heißt, das fing irgendwann in der Kindheit natürlich an. Nur ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich darauf jetzt ausruhen möchte. Finde ich gut, muss ich dir da nochmal Respekt zollen, diese Art und Weise, diese Haltung an der ganzen Scheiße, diese Haltung, dass du sagst, ich muss Newcomer-mäßig rankommen, ich muss mir das erarbeiten, dass du nicht sagst, Dicker, ich bin der Typ von Deutschland, was geht ab, mach mal hier auf. Das finde ich echt cool, also, aber ich habe das auch erwartet von dir, muss man sagen, ich habe dich nicht da mal so arrogant erwartet. Nee, bin ich auch überhaupt nicht, also ich bin eher im Gegensatz zu früher noch viel bescheidener geworden, weil ich einfach auch so Typen kenne, die so sind, wie du beschrieben hast. So dieses, das ist ekelhaft. Ich kann mir sowas nicht geben. Gib dir ein paar Hamburger, die so sind. Ja, kann gut sein. Ne? Und ich gehöre nicht dazu. Und ich mag es auch nicht, so eine Attitude. So. Finde ich voll bescheuert. Weißt du, wir sind alles nur Menschen und sollen wir nicht so auf dicke Hose machen, nur weil sie die Abtreibung überlebt haben. Gutes Schlusswort. Ah, Mann, Alter. Danke für deine Zeit, Dicker. Ja, sehr gerne. Danke für deine Zeit. Ich habe mich echt gefreut. Es war mir echt eine Ehre, dass ausgerechnet du das mit mir machst. So, du bist ein Freak, ich bin ein Freak. Du weißt, das passt. Freaks müssen zusammenhalten, Mann. Yeah. Perfekt. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen, ein Stündchen mit mir und Ferris durch Hamburg zu cruisen. Ich muss sagen, es war ein wirklich schöner Tag. Die Sonne hat geschienen und Ferris hat mich ein bisschen durch die Gegend kutschiert. Auch mal cool, ja. Wer von euch kann sagen, Ferris MC kutschiert mich durch Hamburg und kauft mir noch einen Eistee. Also ich kann nur sagen, wirklich ein sehr sympathischer Ferris MC. Das habt ihr gesehen. Jetzt will ich natürlich von euch wissen, wie viele von euch kennen Ferris noch aus alten Zeiten? Wie viele feiern auch sein Deichkind-Shit? Und wer von euch sagt, ey, der neue Shit, muss ich mir geben. Das Album kommt am 29.05. Glück ohne Scherben heißt die Platte. 29.05. am Start. Videoclips sind schon draußen. Und ich meine, ihr konntet euch auf jeden Fall schon einigermaßen ein Bild machen. Ich bin echt gespannt drauf. Kommentiert bitte, was ihr der Meinung seid. Ob ihr der Meinung seid, ja, MC Ferris, MC hat Mongo-Klicke-mäßig gesehen seine Berechtigung. Er soll am Start sein. Er soll seinen alten Rap am Start sein. Warum nicht, Alter? Was meint ihr so? Was meint ihr? Würdet ihr euch das zulegen? Ist das ein Ding für euch? Oder sagt ihr, ich muss vielleicht noch überzeugt werden? Keine Ahnung. In die Kommentare auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja einige Leute, die Comebacks versuchen jetzt. Auf jeden Fall in die Kommentare so. Und mich würde interessieren, abgesehen von Ferris MC so, wenn ihr sagt, wer soll denn vielleicht aus der alten Garde auch nochmal ein Comeback machen, wo ihr sagt, den habe ich vermisst. Ja, das geht jetzt natürlich an die etwas älteren Zuschauer, die so in meinem Alter sind vielleicht. Die Kids werden da vielleicht nicht so viel wissen. Mein Liebling wäre, ja, ich sage euch ganz ehrlich, ist wirklich mein Favorite. Wenn der mal wieder eine Platte macht, bin ich der Erste, der sie vorstellt. Tony L, der Funk Joker. Ich weiß, viele von euch werden nicht mehr wissen, aber das war die coolste Sau. Tony, Alter, ich bin am Start. Ein Was los mit Tony L, das wäre legendär. Danach, da könnte ich die Sendung einstellen, weil du weißt. Gangzeichen nochmal für alle aus der normalen Medienlandschaft, damit die wissen, was hier ist. Hip-Hop? Ja, jetzt wisst ihr, das ist Hip-Hop. Alles cool. Ich bin draußen. Abonniert uns bei hiphop.de. Lass ein Like da und so. Mach Kommi. Ich mach einen Boyfriend-Tag. Freunde, ihr wisst, ihr findet mich bei Facebook unter Roosley, Twitter Roosley, Instagram Roosley, Snapchat Roosworld, alles Roos. Und WhatsApp-Nummer. Ihr wisst, mein Phone ist im Arsch. Wenn ich ein zweites neues Phone finde, snap ich mein WhatsApp.